Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder bei Lotti Cards und hier ist euer Dio mit seiner eigenen Top-Trainer-Box. Ja, ihr habt richtig gehört, die mache ich also nicht für uns, für Lotti Cards auf, sondern die habe ich mir gekauft. Und deswegen sind das hier meine Pulls, die rauskommen und es ist noch wichtiger, dass wir was Gutes ziehen. Lass das nicht mein Chef hören. Let's go! Für alle, die diese Boxen noch nicht kennen, mache ich das mal nicht ganz so schnell heute. Wir kriegen also ein Heftchen. Das ist jetzt nicht das Allerbesonderste. Hier sind alle Karten aufgelistet. Da könnt ihr ankreuzen, welche ihr schon habt. Aber es sieht ganz nice aus. Ich sammle die, ich heb die auf, ich lege mir die. Man kann die sich zum Beispiel so irgendwie in ein Regal reinstellen oder sowas. Dann haben wir das Außenstück. Und das kann man, hier. Kann man das recht leicht aufmachen. Da ist nämlich nur so ein Klebestreifen dran, der eben halt nicht so klebt, dass was kaputt geht. Und dann haben wir nämlich hier drinnen auch wieder Bilder von den zwei Formen und von Giratina und von Folipurba. Das ist auch pretty cool. Kann man sich natürlich auch aufhängen, wenn man darauf Lust hat. So, und dann kommen wir zum Hauptspektakel. Hier unten ist erstmal nur Müll. Und dann haben wir die absolut stylische Box mit noch mehr Müll. Also kann ich euch einmal kurz zeigen. Das ist natürlich nur der Deckel jetzt. Ihr könnt euch das vorstellen. Hier unten ist natürlich dann die Box drin. Ultra Prisma. Ich habe mir beide gekauft, aber ich habe jetzt mal die ausgesucht zum fürs Video hier öffnen. Dann haben wir hier ein Pack mit Hüllen. Die sind auch ziemlich stylisch, wie ich finde. Auf jeden Fall finde ich die wesentlich stylischer aus den anderen SM Boxen, die es bisher gab. Ist aber diesmal hier alles schön drin, dass nichts kaputt geht. So, hier die Box. So sieht das dann aus. Dann haben wir einmal den GX-Counter plus eine GIF und eine Brandmarke aus Acrylic. Und wir haben ein Set von Würfeln. Wie ihr seht, dass die 6, oder ist die 1? Ne, die 1 wird ersetzt durch das Editionszeichen. Und der hier ist so blau halbdurchsichtig. Der sieht sehr, sehr nice aus. Gefällt mir sehr gut. Und dann kriegen wir ein ganzes Pack mit Energien. In dem Fall lasse ich das erstmal zu, weil ich die hier momentan nicht brauche. Ihr kriegt eine Codekarte, mit der kriegt ihr im Online-Spiel die Hüllen. Und eine Deckbox, soweit ich weiß. Dann kriegen wir diese noch cooleren Trainer. Wie ich finde, die sehen richtig nice aus. Ich hätte mir mal gewünscht, dass die Hüllen schwarz außen sind und in der Mitte das blaue haben. Finde ich richtig cool. Und natürlich unsere 8 Booster Packs. Sehr nice. Oh, bin ich zu weit hochgehoben. Sorry. Ich habe gedacht, wir zoomen heute mal ein bisschen näher rein, dass wir ein bisschen mehr von den Karten sehen. Und dann schauen wir mal. Es gibt im Schnitt hier tatsächlich nur ein Pull, habe ich gesehen. Also ein Ultra Rare Pull und vielleicht eine Prisma Pull pro Booster. Nicht Booster Box. Pro Trainer Box. Aber jetzt gucken wir mal. Vielleicht ziehen wir ja sogar ein bisschen mehr. Habe ich den Kartentrick gemacht? Ja. Bougeline, Skuntank, Cynthia, ein Electek, ein Panflam, Pachirisu. Alola Sandan, Alola Vulpix mit dem übelst cuten Artwork. Ist persönlich mein Favorite Artwork aus der Edition. Wir haben ein ewiger Kristall auf dem Reverse Slot, also schon mal keine Prismenkarte. Und unsere eigentliche Rare ist. Oho, oho, direkt mal ein Abendmähnen Necrozma. Das ist tatsächlich das Falsche. Wenn wir das Pokémon gezogen hätten, das auch auf der Box ist, das wäre lustig gewesen. Aber es ist nur, in Anführungszeichen, das Abendmähen Necrozma. Aber das ist cool. Das habe ich, glaube ich, schon einmal gezogen. Leider doppelt, aber das macht ja nichts. Man kann ja tauschen oder verkaufen. So, weiter geht's. Wir haben die Sylvana am Start. Schnurgast, ein Bougeline, Shellast, Riolu, ein Glibunkel, Evoli, auch ein mega nices Artwork. Und nochmal Vulpix. Evoli Reverse mit dem anderen Artwork sogar. Und ein Alola Sandama als Rare. So, ich hoffe mal, dass es nicht bei dem alten Pool hier bleibt. Das wäre sehr, sehr schade.
1, 2, 3, 4. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben ein Schnurrgas. Ist der fokussiert? Es ist er fokussiert. Ein Bourgelin, ein fehlendes Kleeblatt. Damit will ich auf jeden Fall mal was testen, ob man damit was Cooles bauen kann. Panflam. Die haben alle drei so ein cooles Artwork, die, ja, scheiße, jetzt weiß ich nicht, welche Generation der Starter-Pokémon das war, aber Plinfa, Panflam und Chelast, die haben so ein Artwork, wo im Hintergrund eben halt hauptsächlich die Farbe ihres Elements ist. Die gibt's alle drei in der Edition, die finde ich sehr, sehr nice. Venophilbis, Reverse von einem Riolu und unsere Rare ist ein Capufala. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn man eine Rare zieht, dann will ich doch gerne was ziehen, was mir gefällt. Und im Fall Capufala gefällt mir das. Oh, jetzt habe ich den alten Kartentrick gemacht. Das heißt, wir haben die Cummins zuerst. Aber das macht ja nichts. Yanma, Bronzel, Kaumsalat, Roselia. Da haben wir nochmal den Panflam. Yanmega, Adressbuch, der Skunktank Reverse von Typ 0. Das ist eine Reverse Rare. Und dahinter haben wir ein Shaymin Non-Hollow. So, dann sind wir durch die Hälfte durch. Schauen wir mal, ob da noch was geht. Wir haben ein Adressbuch. Ein Skunktank. Silvaner. Owei. Schlurp. Bammelin. Evoli. Molunk. Jan Mega Reverse und oh mein Gott! Ja! Ich weiß es nicht. Und damit haben wir die Box bezahlt. Oh! Wenn Plusel oder Minun hier wären, Minun würde sich in der Ecke schämen und Plusel mit uns tanzen. Folipurva GX Hyper Rare. Ich weiß es nicht, ich will weinen. Oh, das brauche ich sowieso. Ich sammle alle Evoli Ultra Rares, alle Evoli Entwicklungen und außerdem ist das mit eines der stärksten Karten in dieser Edition. Oh, ich glaub's nicht. Nice. Also ich weiß nicht, ob es mit einer der stärksten ist, aber ich finde sie persönlich sehr, sehr stark. Wir haben zwei Ultrapuls. Wenn wir jetzt noch irgendwas ziehen, also wir müssten jetzt nichts mehr ziehen. Das ist schon eine überdurchschnittlich gute Box gewesen. Die Openings, die ich nämlich bisher gesehen habe, da waren meistens nur eine Ultra Rare drin und vielleicht eine Prisma noch dazu, aber nicht mehr. Und wir haben jetzt schon zwei und davon eine der seltensten Seltenheitsstufen, wo man maximal eine im Display davon haben kann. Das ist schon... Oh, ein Bestellpad Reverse und unsere Rare ist ein Luxtra Holo. Nice, ich finde das Artwork übrigens mega nice, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Gefällt mir sehr gut. Und das Foiling gefällt mir auch gut. Die habe ich mir auf jeden Fall aufgehoben. Ich verkaufe meine Holos nämlich ganz gerne, die ich nicht brauche. Also ich sammle die nicht direkt. Ich sammle nur die, bei denen mir die Artworks sehr gut gefallen. Das ist eins davon. So, weiter geht's. Wir haben die Elektrodisk. Lebel, Yanmega, Glibunkel, Evoli, Alola Vulpix, Alola Dicta, Shinox und können wir noch eine Prisma ziehen? Nein, aber wir haben den Kraterberg, welcher auch sehr nice ist, sehr spielbar. Und unsere nächste Rare ist... Meine Güte! Was? Ich habe in meinem Display nur vier Ultra Rares gepult und jetzt haben wir hier schon drei und das ist die stärkste. Die alleine geht schon für den 20er. Nein, so krass habe ich ja schon lange nicht mehr geplust. Das Diolock ist zurück. Oh mein Gott, Glaziola mit dem stärksten Effekt in der neuen Edition. Alle Abilities von gegnerischen EX und GX werden einfach deaktiviert und deine eigenen bleiben aktiv. Was will man mehr? Leute, wir haben ja noch ein letztes Booster. Es ist völlig egal, was wir hier ziehen. Wir könnten es noch mehr übertreiben. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Aber wir könnten eventuell noch eine Prisma-Karte ziehen. Und nein, wir haben einen Pionscorer Reverse und ein Shaymin Hollow. What? 8 Booster mit 5 Puls. Das ist ein viel höherer Durchschnitt, als ich in meinen Displays hatte. Oh mein Gott, diese Puls waren mehr wert als die ganzen Puls, die ich in meinem letzten Display geöffnet habe.
Okay, ich sag danke fürs Zusehen, Leute. Lasst euch davon inspirieren, holt euch auch noch eine Box. Vielleicht habt ihr ja auch so ein Glück. Nein, ich will euch natürlich nicht verführen. Es wird niemals jede Box so gut sein. Lasst euch davon nicht veräppeln. Aber das war ein guter Start in mein Wochenende. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Schaltet auch im nächsten Mal wieder ein. Euer Dio out.